Wir begrüßen Sie zu unserem Livestream-Konzert. Musiker vernetzen sich seit Beginn der Krise im World Wide Web. Und dieses Lied Green Angel erklang in Berlin bei Bridges of Music mit der Komponistin Beatrix Becker. Hier in Frankfurt musizierten Künstler zum Beispiel im Internet mit dem Lied Umarmen von Matthias Keller. Die ganze Welt rückt also ein Stück näher zusammen in der Krise. Aber was ist eigentlich Krise? Bei Wikipedia kann man lesen, dass das Wort aus dem Griechischen stammt, von Beurteilung oder Entscheidung und später im Sinne von Zuspitzung. Im Deutschen kennt man das Wort Krise seit dem 16. Jahrhundert, nämlich bei fiebrigen Zuständen als Höhepunkt der Krankheit, bevor die Entfieberung folgte. Heute würde man sagen, Krise ist, wenn Hindernisse auf meinem Weg liegen und ich das Gefühl habe, dass ich nicht die Möglichkeit oder nicht die Fähigkeit habe, die Krise zum Guten zu wenden. Wenn es also keinen Wendepunkt gibt, kann mich das aus dem Gleichgewicht bringen. Jared Kaplan hat 4 Phasen einer Krise identifiziert. Besonders die 3. Phase ist interessant. Entweder zieht sich der Betroffene vollkommen zurück, er oder sie distanziert sich von den Menschen oder von den eigentlichen Zielen, um keine Enttäuschung zu erleben. Oder aber die Person macht genau das Gegenteil. Sie mobilisiert alle Kräfte, um einen positiven Ausweg aus der Krise zu finden. Johannes Brahms durchlebte 1872 eine lang andauernde Krise. Julie Schumann, die Tochter der Pianistin Clara Schumann, starb mit 27 Jahren. Er war wohl heimlich verliebt in sie. Und mit dem Komponieren der Lieder Opus 59, die Sie gleich hören, fand er einen Weg, mit seinem Schmerz umzugehen.
Im ersten Lied taucht am dämmernden Himmel plötzlich der Abendstern, die Venus, auf. Und die Nacht, die vorher bedrohlich war, verwandelt sich. Wohlige Kühle besänftigt das ängstliche Herz. Im zweiten Lied liegt der Bergsee friedlich vor uns. In ihm spiegelt sich der blaue Himmel, die Landschaft, die Schönheit der Erde wider. Zittert Lunas, Lunas Zeit.
Ja, die Dichter und Musiker der Romantik haben die Natur vor allem als Spiegel für die menschlichen Gefühle benutzt. Damals war man ja in der Kommunikation von Gefühlen noch nicht so weit und so direkt wie heute. Denken Sie für einen Moment mal an die Farbe Grün. Grün, die Farbe der Natur, des Wachstums, des Lebens. Man sagt, dass Grün eine harmonische, beruhigende und auch heilende Wirkung hat. Vielleicht waren Sie ja in den letzten Monaten auch mehr als sonst im Grünen oder im Wald, um sich zu erholen. Oder im Gartencenter. Hochkonjunktur bei Dena, Mauk, Sunflower, Hornbach und Co. Plötzlich wollte jeder seinen Garten verschönern. Auch das Element Wasser taucht in romantischen Liedern in jeglicher Aggregatzustand auf, als See, Fluss, Bach oder als Regentropfen, als sanftes, ruhiges Gewässer, aber auch als tosender Sturm. Ein See ist dann nicht nur ein See, sondern spiegelt verborgene Seelenqualen wider. Im Regenlied weckt der Regen Erinnerungen an die Kindheit. Diese Momente, als wir einfach in die Pfütze sprangen, durch die nasse Wiesen liefen und mit Bäumen und Blumen redeten. Erst im Lied Nachklang wird klarer, dass die Regentropfen auch tieferen Schmerz geweckt haben, denn doppelt fließt die heiße Träne die kalte Wange herab. Oh.
Haben Sie in den ersten Wochen des Social Distancings auch den Keller aufgeräumt, Gewürzregale sortiert, Sommerkleider aus dem Schrank geholt? In den ersten Wochen entwickeln wir Strategien, um mit dem unguten Gefühl der Krise umzugehen. Aber irgendwann ist alles sortiert, aufgeräumt, schön gemacht, versorgt. Und nun? In der Isolation sind wir auf uns zurückgeworfen. Gefühle werden plötzlich spürbarer, angenehme, aber auch unangenehme. Verdeckte Konflikte, die vielleicht nichts mit Corona zu tun haben. Krise ist Chance für Veränderung. Das Kreative in uns, es will etwas verändern. Der Situation was Neues abgewinnen und so ist sehr viel Neues entstanden. Podcasts, Videos, Hilfsprojekte. Und viele von uns hoffen, dass das Gute in der neuen Realität überleben wird. In Eine gute Nacht hat der Singende auch eine sehr gute Strategie entwickelt zur Überwindung seiner Liebeskrise. Er möchte endlich Sex. In Frankreich wurden mehr Kondome gekauft. Hier war es das Toilettenpapier. Aber im Lied Agnes scheint es für sie nicht so gut gelaufen zu sein, denn ihr Liebchen blieb ihr nicht treu. Das Rosenband flattert vergeblich im Wind. In solchen schmerzlichen Momenten brauchen wir umso mehr einen Menschen, der uns zuhört, präsent ist, mit uns fühlt. Und in dem Lied In stiller Nacht ist es die Natur, die mit mir fühlt. Der Mond will nicht mehr scheinen, die Sterne wollen nicht mehr glitzern, die Tiere und die Blumen, sie alle wollen mit mir zusammen weinen. So durchs Tal, aus dem Traum verloren.
Laut Wikipedia bezeichnet Heilung den Prozess der Wiederherstellung der körperlichen und seelischen Integrität. Heilung im heutigen Sinn umfasst immer körperliche, psychische und soziale Aspekte. Wir sehnen uns danach, verbunden zu sein mit der Familie, Freunden, einem größeren Ganzen. Die Krise hat uns bewusster gemacht, wie schön es ist, wenn wir geliebte Menschen um uns herum haben. Wie es im nächsten Lied heißt, wenn du mich anlächelst, ohne Maske, dann ist es wie ein Sonnenstrahl, der aus schweren Wolken bricht. Und noch intimer wird es, wenn wir einander in die Augen schauen können und den innigen Blick auch aushalten können. So schreibt es Groth im letzten Brahms-Lied, Deine blauen Augen.
Es könnten auch grau-grüne sein. Sie sind so tief und klar wie ein See. In ihnen sehe ich mich gesund. Vielleicht kann die Technik, während Andreas Chicoria spielt, das blaue Auge nochmal einblenden. Dieses schöne Bild mit den blauen Augen und das Lied. Und dann mit dem nächsten Lied kommt dann das nächste Bild. Thank you.
Es heißt im Alten Testament, dass König Saul immer, wenn die zerstörerische Geisteskraft über ihn kam, David auf der Leier spielen ließ und es ihm dann besser ging. Benedikt in Shakespeares Viel Lärm um nichts fragt: Ist es nicht seltsam, dass Schafsdärme die Seele aus eines Menschen Leibe ziehen können? Und er meinte damit die Klänge der lauten Saiten aus Schafsdärmen. Die heilende Wirkung von Musik und insbesondere vom Singen ist heute wissenschaftlich erforscht. Der Körper schüttet Glückshormone, Serotonin und Dopamin aus. Die Musik und der Text des nächsten Liedes berühren mich persönlich ganz besonders. Richard Strauss hat Hesses Gedicht beim Schlafengehen circa 2 Jahre vor seinem Tod vertont. Und für mich hat dieses Bild etwas sehr Tröstliches, wie meine Seele im Schlaf einfach die Flügel weit ausbreitet und in völliger Freiheit in den Himmel fliegt. Thank you.
auch wenn wir sie nicht sehen können. Schön, dass Sie dabei waren. Und ich möchte besonders meine New Yorker Freunde grüßen, meine Musikerfreunde. Hi Donna, hi Kevin. Denn Sie sollten eigentlich heute mit uns hier stehen und musizieren. Corona hat ja allen, die das Singen lieben, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Keine Live-Konzerte, kein geselliges Chorsingen, kein Karaoke-Wettstreit oder Singen im Gottesdienst. Aber unseren letzten Song können Sie gefahrlos vor Ihrem Computer mitschmettern. Sie haben ihn vielleicht schon öfter im TV-Spot gehört. What the world needs now is love. Und mir ist bewusst, dass dieser Song etwas Zuckerguss-Niedliches an sich hat. Aber die tiefere Botschaft angesichts von Rassismus und Gewalt bleibt: Liebe in all ihren Formen ist der einzige Weg aus der Krise. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just a little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you wanna know. Oh, what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. Oh, not just for some, but oh, oh.